Und auf einmal hat es mich irgendwie nach hinten weggeknickt. Und ich habe dann nur gemerkt, okay, das ist jetzt echt scheiße. Also das war eigentlich klar, dass ich das nicht überleben kann. Ich bin die Miri. Ich bin der Tobi. Und wir sind die RTW-Riders. Und ich habe das ja gar nicht so richtig mitgekriegt, sondern mir ist ein Auto vorbeigeschleudert von hinten. Also es hat sich so gedreht und ist dann irgendwie auf die andere Spur rüber. Ja, du hast ja mein Motorrad... Genau, ich habe dann nach hinten in den Rückspiegel geguckt und das Motorrad von ihr ist halt irgendwie so geflogen. Das war natürlich nicht so cool. Als erste Reaktion gedacht, ich muss irgendwie gucken, dass meine ganzen Gliedmaßen zusammen sind und habe wie so eine Kartoffel gemacht. Und dann bin ich dreimal aufgetitscht. Und habe aber halt gemerkt, dass unten in der Wirbelsäule, dass es mich ja so weggeknickt hat. Dann hat es ein Weilchen gedauert, bis überhaupt jemand angehalten hat. Es war erstmal keiner da. Und die angehalten haben, kamen von der anderen Seite. Die haben bei dem Auto angehalten, das auf der anderen Seite zum Stehen gekommen ist. Und dann habe ich halt irgendwie hier gerufen und gemacht und getan und habe gesagt, wir müssen irgendwie einen Krankenwagen rufen. Und die haben dann einen Krankenwagen gerufen und die Polizei, die kam dann auch recht flott, die Polizei. Konnte natürlich kein Wort Englisch. Und dann hat es 2,5 Stunden gedauert oder so. Bis genau, ich lag jetzt mit dem Kopf so ein bisschen nach unten in so einem Graben, habe aber auch gedacht, ich bewege mich jetzt nicht, weil ich ja schon, also die hat mich vielleicht mit 130 angefahren und ich bin ja mit 90, 95 gefahren. Also das war schon auch nicht ganz so wenig Sturz. Da habe ich gedacht, ich bleibe mal liegen und lasse mich erstmal durchchecken, weil ich halt auch gemerkt habe, dass unten im Rücken das mich ja so weggeknickt hatte. Genau, ich bewege mich jetzt nicht. Ich bleib jetzt einfach liegen. Und das war, glaube ich, auch gut. Und dann hat es Ewigkeiten gedauert. Und dann kam irgendwann der Krankenwagen. Die haben mich dann auch schon mit so einer, also die haben dann mich in so eine Bade rein und so eine Halskrause angezogen. Und dann waren wir dann irgendwann im Krankenhaus. Und da haben sie mich dann ins CT reingeschoben. Und es war eigentlich dann so, dass bis dahin war es eigentlich auch gut. Das war ein wahnsinnig Neues, haben sie noch gesagt. Das ist das neueste Gerät in Argentinien, das San Luis Krankenhaus, der Hammer. So, in diese Röhre rein. Das Fertiguntersuch gehabt und haben gemeint, ich habe nichts. So, dann haben sie meine Halskrause wieder ausgezogen und haben gesagt, ich kann gehen. Dann haben sie mich versucht hinzustellen, aber ich konnte überhaupt nicht stehen. Ich bin gerade wieder umgefallen. Und dann kam auch schon einer rein von den Ärzten und hat gemeint, nichts, sie kann nicht gehen, sie hat den Hals gebrochen. Also haben sie mir ganz praktisch die Halskrause wieder angelegt. Und dann kam der Nächste rein und hat gemeint, also wenn er sich die Bilder anguckt, er glaubt eigentlich, dass der Hals nicht gebrochen ist. Er denkt, da unten ist dieses S3, S4 ist gebrochen. Und dann kam der Nächste rein, der hat gemeint, es ist alles egal, es könnte sein, dass was gebrochen ist, aber du hast Blut in der Lunge. Also deswegen bleibst du jetzt sowieso mal eine Woche da. Okay, dann haben sie entschieden, dass ich also doch nicht gehen darf. Habe mich dann in so ein Krankenhausbett geschoben. Das war dann um 3 oder so. Also du hast in Argentinien, haben die eigentlich schon Krankenschwestern, aber die Pflege von den Kranken, das macht immer ein Familienangehöriger. Die haben eigentlich einen Sessel und die kümmern sich aber auch drum. Also wenn geduscht werden muss oder aufs Klo oder irgendwelche Hilfe, macht es im Prinzip der Angehörige und nicht eine Krankenschwester. Das Hauptproblem war dann eigentlich wohl das Blut. Und wir wissen immer noch nicht, ob ich was gebrochen hat. Also da sind sie nicht sicher gewesen. Ich habe die Fotos dann an eine deutsche Ärztin geschickt und die hat gemeint, die Fotos, die waren auch nicht besonders gut, weil normalerweise machst du ja beim CT mehr verschiedene Schichten und die haben halt so gemacht. Also mehr auch nicht. Also die haben halt einfach zweimal so gemacht und da kannst du nichts drauf sehen. Also sie hat gemeint, beim Hals, das könnte, also nicht gebrochen, aber irgendwie so ein kleiner Knacks oder eine Ader sein. Weiß man nicht. Und auch unten weiß man es nicht. Blut in der Lunge, weiß man. Also die haben dann auch gemeint, ich soll einfach die Halskrause anlassen noch, also einen Monat. Und unten war eigentlich nicht so schlimm dann mehr. Wir haben dann das der Krankenkasse gemeldet natürlich. Und die Krankenkasse hat dann gesagt, sie erreichen keinen. Also das ist ein nagelneues Krankenhaus, sieht aus wie ein Raumschiff, super modern. Haben natürlich auch eine Homepage eingetragen gehabt, irgendwie mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, glaube ich, auch oder so. Die haben es probiert von der Krankenkasse, keiner zu erreichen. Dann bin ich irgendwie dahin gelaufen zur Rezeption und habe gefragt, ich bräuchte eine Kontaktadresse für die Krankenversicherung. Die Telefonnummer geht nicht, habe ich gemeint. Ja, nee, die geht nicht. Also, ja, wieso habt ihr sie dann im Internet da stehen, wenn sie nicht geht? Ja, die geht halt nicht. Ja, dann bräuchte ich eine E-Mail-Adresse.
Eine E-Mail-Adresse. Sie gucken mal, ob sie eine E-Mail-Adresse finden können. Ihr habt einen Fax? Nee, Fax haben sie nicht. Und dann habe ich meine Krankenkasse gesagt. Haben sie eine E-Mail-Adresse gemacht, gell? Stimmt, dann haben sie irgendwie haben sie eine E-Mail-Adresse aufgetrieben. Da kam dann irgendwie 2 Stunden später jemand, hat gemeint, das wäre eine E-Mail-Adresse, die man verwenden könnte. War auch schon mal komisch für so einen modernen Krankenhaus. Ab und zu kamen Leute rein, die haben sich vorgestellt und dann, ich bin der Doktor so und so, hier ist meine WhatsApp-Nummer, ich spreche Englisch, wie geht es dir? Dann, ja, können Sie mir sagen, ob ich was gebrochen habe? Nee, ich bin nicht für Sie zuständig, aber ich spreche Englisch. Da habe ich auch ein paar Besuche gehabt. Dann die Tablettengeschichte. Oh ja, dann kam eine Frau rein, eine Krankenschwester, die hat mir meine Tablette gegen Gastritis gegeben. Und dann habe ich irgendwie gemeint, ich habe doch gar keine Gastritis. Doch, die muss ich nehmen. Okay, dann habe ich halt meine Tablette, ich habe sie schon hier gehabt. Und dann hat die Frau neben mir gesagt, aber ich habe doch Gastritis. Dann habe ich die Tablette wieder weggenommen und haben sie der Frau gegeben. Und dann kam kurze Zeit später wieder eine Krankenschwester rein. Die hat dann gemeint, sie muss jetzt meinen Diabetes checken. Dann habe ich gemeint, ich habe aber gar nicht Diabetes. Und die Frau neben dran, ich habe auch keine Diabetes. Und dann, sie checkt das jetzt bei mir. Und dann hat die ganz akribisch meinen Mittelfinger geputzt mit Alkohol und dann im Zeigefinger mein Blut genommen. Und dann hat sie gesagt, meine Werte sind ziemlich gut. Dann haben wir beide nochmal gesagt, dass wir auch beide gar nicht Diabetes haben, dass sie wahrscheinlich im falschen Zimmer ist. Oh, dann ist sie wieder gegangen. Das war auch nett. Ja, ich bin als Ausländer eingeliefert worden. Also die haben auch nicht meinen Namen oder so. Das war mit der Polizei, war es auch schon ein bisschen korrupt. Also die wollten ja nicht, dass ich geholt werde. Und dann kam als nächstes, vorher war noch der Polizist da, der dann gesagt hat, ja, unsere Motorräder und Helme und Reifen sind weg. Und dann habe ich irgendwie, also von der Corona-Zeit hatte ich ja noch die Nummer von der Botschaft im Telefon. Und dann habe ich den von der Botschaft angerufen und habe gemeint, also da ist einer. Da wollte, dass wir was unterschreiben, das wir nicht verstanden haben. Keine genau, Ahnung. Und dann habe ich gemeint, ich rufe da jetzt einfach kurz an, damit die mir das übersetzt. Habe dann beim Konsulat Mendoza angerufen und dann hat der das Telefon gegeben, hat gesagt, der hat jetzt unsere Motorräder, ich hatte einen Unfall, der hat die Motorräder mitgenommen, aber jetzt sind sie nicht mehr da, wir kriegen die auch nicht mehr. Und Reifen und Helme, sagt er, sind alle verschwunden. Dann habe ich halt das Telefon abgegeben und dann war auf der Zettel, hat er dann wieder weggenommen. Und dann waren die Sachen wieder da. Am nächsten Tag hätten wir es abholen können. Genau. Musst du ziemlich das Sau gemacht haben am Telefon. Ja. Eine Woche hat es ungefähr gedauert, bis sie dann raus durfte. Und dann war es ja lustig, weil es hieß, sie muss die Halskrause noch 2 Wochen mindestens tragen oder 3. Sie braucht also eine Halskrause, damit sie gehen kann. Und ich meine, ja, die kann sie ja mitnehmen, oder die Halskrause, was sie denn kostet. Nee, die kann sie nicht mitnehmen. Ja, habt eine Halskrause, die man abkaufen kann? Nee, haben keine Halskrausen zum Abkaufen. Ja, habt ihr eine Adresse in der Stadt, wo man eine Halskrause kaufen kann? Nö, wir müssen mal Google benutzen. Darf ich die Halskrause mitnehmen, um mir eine Halskrause zu kaufen und die dann wiederbringen? Nee, das geht nicht, die kann ich nicht mitnehmen. Aber wie soll ich denn dann, ohne Halskrause kann ich nicht gehen und mit Halskrause kann ich auch nicht gehen? Ja, dann musst du noch eine Nacht hier bleiben. Okay? Also das ist die Jacke. Da hatte ich noch einen Rucksack drüber, der ist aber komplett atomisiert gewesen. Also so ein Trinkrucksack. Und das war, glaube ich, auch noch was Gutes, weil ich hatte so eine Trinkblase. Also das war, glaube ich, auch nochmal ein Zusatzfaktor, weswegen ich gar nichts hatte. Ja, und die Blase, also so eine Deuter oder Source-Trinkblase, 3 Liter, ist durch den Aufschlag, ist die wie ein Luftballon aufgeblasen gewesen. Die hat so eine große Blase dran gehabt, weil durch den Aufschlag hat sie das einfach wie ein Luftballon praktisch rausgedrückt aus dieser Trinkblase raus. Ja, da hat das war auch interessant zu sehen. Ja, das war, glaube ich, auch noch was nicht so schlecht war, dass ich die hatte. Und da haben wir auch kurz vorher noch gekämmt. Also ich hatte, es war ein bisschen eklig, auch Hackfleisch noch. Kekse. Kekse und Hackfleisch. Es war ein Monsterbrei. Genau, aber das ist die Jacke. Ich habe meine Rückspiegel benutzt, aber jetzt benutze ich sie häufiger. Und ich fahre nicht mehr so sehr gern Autobahn und ziehe, wenn ich Autobahn fahre, muss eine Warnweste an, damit ich nicht übersehen werde und nicht umgefahren werde.